Im Frühjahr 2016 ergänzt Land Rover die Baureihe des Range Rover Evoque um ein zweitüriges Cabrio. Basis ist die unverändert übernommene Bodengruppe des Evoque. Zum Einsatz kommen die neuen Motoren der Ingenium-Baureihe mit 2 Liter Hubraum und 4 Zylinder. Das Design überzeugt, die Funktionalität besticht durch lediglich 18 Sekunden dauernden Öffnungsvorgang des Stoffverdecks und dies bis zu einer Geschwindigkeit von 48 km/h. Das Kofferraumvolumen leidet natürlich unter dem Stoffdach mit nur noch lediglich 251 Liter. Die Ausstattung und Verarbeitung des neuen Allrad-Cabrios ist nach wie vor auf allerhöchstem Niveau.